Jetzt müssen wir schneller sein wie er. Geht nicht. Hä? Wo ist er hin? Was ist passiert? Was hast du getan? Was ist denn jetzt? Was war denn das gerade? Yo, Dummies, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin der Gamepad und mit dabei ist die reizende Mimi. Und wir zocken heute eine weitere Runde King of Retail. Los geht's. Los geht's. Wir kümmern uns um unseren Supermarkt Remy Penny. Lange gab es keine Folge mehr. Wir hatten ja bisher bloß eine Folge gehabt. Ja. Und wir müssen erstmal gucken wieder. Guck mal, wir sind die einzigen Mitarbeiter. Dann können wir uns nicht streiten. Nö. Wir müssen erstmal gucken, was haben wir letztes Mal gemacht? Wo sind wir? Was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir gehen einfach in den Laden rein, ja, oder? Ja. Einfach mal gucken. Nächsten Tag beginnen. Jo. Ich glaube, morgens war mal nicht so viel los. Aber das kam auf den Nachmittag eher. Genau, ich glaube, wir waren so eine Art Späti gewesen, wa? Ja, genau. Ist das hier neu? Man kann pausieren? Cool. Aber du kannst nie wieder zurück. Na toll, schon das Spiel gecrashed. Warum ist die PlayStation? Man kann pausieren. Das muss jetzt aber mit irgendeinem Update gekommen sein. Ja. Cool. Hoffentlich haben sie das jetzt da. Guck mal mit. Oh, wir haben ja gar nichts mehr. Ach, guck hi. Mal, wir haben sogar Ware schon bestellt. Wenn man pausiert, bleibt er stehen. Da kannst du bleibt stehen. Dass man kann pausieren, vielleicht nur die Zeit einfrieren. Ja, klar. Und du kannst weiter ackern, oder was? Cheat-Modus. Auspacken, bitte. Für euch zählt, wenn euch die ganze Videoreihe gefällt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Gebt uns einen Daumen nach oben, damit wir wissen, die Videoreihe gefällt euch. Davon wollt ihr mehr sehen. Unbedingt. Und wir freuen uns auch über jeden netten Kommentar. Oh ja. Hallo. 60 Euro Pizza. So, wir müssen erstmal langsam Modus machen. Wir müssen erstmal gucken, genau, weil irgendwas stimmt hier nämlich nicht. Er macht ja auch hier nichts hinzufügen, obwohl. Ach, Äpfel, Bananen haben wir gar nicht. Nee. Ah, ja, ja, genau, ja, grün, ja, und ja, rot, ja, ja, und irgendwas. Aber was haben wir letztes Mal bestellt? Pass auf, wir machen mal ganz anders jetzt hier. Ja. Ja, 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 ja. Naja, hier. Hunde ist König und so, oder? Ja. Mal kommt gleich der nächste. Was kaufen die denn? Wir haben noch gar nichts in den Regalen. Gammelobst und drei Tiefkühlpizzen. So, jetzt, pass auf. Boden entfernen, Boden entfernen. Wir machen jetzt nochmal die komplette neu. Ich weiß nicht, was hier passiert. Aber meistens liegt es ja auch da an diejenigen, die vor dem PC sitzen. Wurde mir mal gesagt. So, wie kommen wir jetzt da? Da war doch irgendwas mit automatisches Auffüllen, oder? Ja, das war noch. Guck mal hier. Warte kurz. Ja, wir sind ja auch gleich leer gekauft. So. Auf ein neues. Nee, hier. Mal da. Ah ja, Essen gekühlt. So. Bam. Und jetzt füll mal bitte auf. Er macht es nicht. Ah. Was sind denn die anderen Dinge alle? Ah, guck mal. Ist ja super. Aber es hätte ja auch schon die ganze Zeit machen können. Egal, hinzufügen geht nicht mehr. Okay, dann schieben wir dich nach oben. Hab ich nicht. Oh Mann, ey. Ich verstehe, es ist... Da, Lebensmittel, da. Essen. Lebensmittel, Essen, gekühlt. Genau, und dann nimmst du das nächste. Aber es war nicht das nächste. Das nächste ist das hier. Egal, die Reihenfolge. Pfeift jemand. Ja, muss er jetzt kurz warten. Du musst da irgendwie rauf. Da und da. Genau. Eieieiei. So langsam... Oh, guck mal, hat sie dir gleich aus der Hand gerissen. Ja, ja, da, da, da. Also, der das, klaut. Das war eine Sekunde. Ja, und der hat das geklaut jetzt einfach. Mann, hallo, wir hier spricht Remy Penny. Spreche ich mit der Polizei? Ich möchte einen Diebstahl melden. Können wir uns einen Kassierer leisten? Damit wir einfach mal in Ruhe hier was machen können? Ja, guck mal, wie viel Geld wir haben. Nee, nee, wir haben keine. Was hat er denn für eine Frage bei zwei Pizzen? Ich meine. Oder? Bei Pizzen hat man doch keine Frage mehr. Hey, can you help me? Mann. Wir arbeiten. Ich muss ja, immer komm. Geld, Geld. Also Geld. Wenn der Tag vorbei ist, dann gucken wir mal. Wir brauchen einen Kassierer, ja, damit wir einfach ruhig mal arbeiten können. Wir müssen den Laden ja auch aufbauen und beeinrichten. Aber wir kommen jetzt nur nicht. Der Laden boomt, sage ich dir, mit unseren drei Artikeln. Ich sage dir, das geht erst, guck mal, es ist jetzt mittags und der Laden ist voll. Wir brauchen eine Kassiererin. Entschuldigung. Oder einen Kassierer. Ja, unbedingt. Ja. Wenn ihr einen Job sucht, Bewerbung an Remy Penny. Ich möchte bei Remy Penny arbeiten at jobsuche.de. Dann machen wir hier nämlich Hackfleisch. Da das. Dann können wir die erstmal wieder auffüllen hier. Ja. Mann, oh. Ich komme. Oh. Oh, schnell. Lauf. Kohle. Boah, drei Kunden.
Da. Ja, das läuft. Also ich glaube, eine Kassiererin können wir uns leisten. Ja, sollten wir auch. Kassierer. Es sollten wir uns auch leisten. Weil wir schaffen ja sonst gar nichts hier. Nee. Wir müssen unbedingt was machen. Wir sind nicht so multitaskingfähig. So, jetzt aber schnell hier. Der hat eine Frage, die Dame. Ich habe keine Zeit. Oh, hier, zack. Guck mal, da haben wir noch Tiefkühlpizzen, Würstchen. Ja, ich komme. Hör auf zu arbeiten. Hör doch bitte auf. Hör doch auf. Ist doch gleich fertig. Sir? Oh. Wow, 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 wow. Ich bin da. Beruhigen Sie sich. Bitte. Da, siehst du? Ey, wir müssen Personal. Mitarbeiter, ja. Wir können den ganzen Rest noch alleine stemmen, aber wir müssen unbedingt jemanden für die Kasse haben. Ja. Du hast Tiefkühlpizza, kannst du auch auffüllen. Ja, da habe ich was versaut. Wir müssen das Regal neu anordnen. Warum? Weil ich doch das auch gelöscht habe, glaube ich. Wenn ich mich, hörst du auf zu pfeifen? Ach, guck mal, sie guckt ganz wahnsinnig. Ja. Kannst du die nicht einfach jetzt da mit Mank schmeißen? Soll ich die einfach mal zusammenschieben? Ja. Nee. Doch. Nee, ich würde sagen, wir machen das morgen sauber. Was hältst du davon? Lass uns mal heute erstmal kassieren, soweit es geht. Ja. Ach, hör doch mal auf. Ich fühle mich hier wie so ein... Ja. Tja. Guck mal, die haben jetzt alle Hunger nochmal. Ach, da hat er wieder eine Frage bei der Pizza. Ja, keine Zeit. Guck dir einfach was ist. Eine. Guck mal, wie es boomt. Womit haben wir angefangen den Tag? Mit 900? Ja. Mhm. Gut, reicht. Wir warten jetzt aber auch die letzten 10 Minuten. Ich habe ja keinen Bock mehr, weit wegzurennen. Das ist aber so. Also. Das holen wir gleich nach. Das ist eine Arbeitseinstellung. Hallo, wir haben Feierabend. Haben wir jetzt 22 Uhr? Ich muss auf die Öffnungszeiten gucken. Ja, ich glaube von 7 bis 22 Uhr. Vom Montag bis Sonntag. Und wir sind ein Ein-Mann-Betrieb. Ja. So. Ja, aber mega. Also für unseren ersten Tag sozusagen wieder. Wir haben richtig Plus gemacht. Gut, wir brauchen dringend einen Kassierer. Ja. Oder Kassiererin. Klar. Ich hoffe, ihr habt euch ordentlich beworben. So, Julia, Kasse? Ja, ja, guck mal, zeitlich ist er gut. Verkauf? Nö. Ja, gut, kann man dran arbeiten. Ja, wir sollten, glaube ich, ein bisschen mit dir reden. Ja. Ach, boah. Bei dir fange ich auch an zu arbeiten, bei dem Stundenlohn. Uha. Ich glaube, die haben andere Lohnvorstellungen wie wir. Hau mal raus jetzt hier. 80 Euro die Stunde reichen nicht? Ja, perfekt. Nee. Wir brauchen jemanden für die Kasse, der sofort kassieren kann. Ja. Keine Schnarschnase. Ich weiß, sie werden ja auch besser, wenn sie kassieren, aber das dauert zu lange. Wir brauchen jetzt... Und? Ja. Die ist teuer. Oh, mega teuer. Da brauchst du nicht mit 30 ankommen. 100? Ja. Guck mal, da oben ist ihr grüner Bereich erst. 160? Aber wenn die so gut qualifiziert ist, was will sie bei uns? Oh ja, sicher, das ist gut. Ah, guck mal. Ausgezeichnet. Rekrutieren, wir haben unseren ersten Mitarbeiter. Charlene, hallöchen. So, pass auf, du arbeitest aber nicht den ganzen Tag. Nee, morgens brauchst du nicht da sein. Morgens brauchst du... Nee. Nee. Oder? Also ich glaube ab 12 ging's los. Oh, die will auch noch einen freien Tag haben. Auf in den nächsten Tag. Los geht's. Mit. Tsching. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Charlene. Was ist sie denn? Was mache ich denn hier mit? Wo ist denn unsere Kassiererin? Kommt ja erst nachmittags. Ach ja, stimmt. Habe ich schon wieder vergessen. Gleich eine Kündigung schreiben, was? Ja. Nein, so war das nicht gemeint. So, wie war das von wegen, wir brauchen morgens keinen Kassierer? Ja, war, oder? Ich meine, sie kommt ja bald, so ist es ja nicht. Aber wir können ja gleich, wenn sie da ist, anfangen, das Lager auszubauen, damit wir erstmal mehr Platz haben. Das ist ultra wichtig. Ja. Es bringt nichts, wenn er uns laufen beliefert und wir keinen Platz haben. Dann müssen wir uns was einfallen lassen hier. Na, zumal die überfallen uns ja im Moment. Eben. Wir machen eine dritte Palette hier hin und wir machen ein drittes Regal dahin. Was hältst du davon? Können wir nicht anbauen? Vergrößern? Ja, aber das kostet noch mehr Geld, glaube ich. Ich glaube, okay. Das reicht noch nicht. Charlene! Wann fängt die an? Um 14 Uhr erst. Mhm. Mann. Müssen wir ganz schön ackern, müssen wir sein. Da. Lieferant. So, das kostet 4.000. Oh, ja, ja. Ach, wir bleiben bei der Palette. Sicher? Was passt denn da rein? Klick das mal an. 120 zu 30. Oh ja, doch, dann kaufen wir das da. Lass uns doch mal ein... Upsa. Okay. Wir haben gar keinen Platz dafür. Lass uns doch mal einmal so einen Klopper hier hinhauen. Und da packt er seine Sachen rein? Ganz genau. Okay. Das sollte erstmal reichen. Hallöchen, geben Sie mir dein Geld. Ja, damit. Wir werden dir eine Palette verkaufen, die in der Ecke ist.
Das passt in das Regal nicht rein, weißt genau. du? Genau, ja. Charlene ist auf dem Weg zur Arbeit. Na super. Ist sie das? Nein. Nein. Wie sieht denn die nochmal aus? Ich weiß nicht. Oder? Da ist er, Charlene. Ab an die Kasse. Ja, super. Sehr gut. Und das flutscht ja eher wie am Fließband. Na, wir gucken mal, wie ihr erster Tag läuft. Der füllt die Würste nicht auf. Nee. Konnte die auch irgendwie mal, warte mal, hier, da, verkaufen. Yes. Den schieben wir in die Ecke. Was? Ja. Hallo? Passt nicht, vielleicht. Ich da stehe, oder was? Keine Ahnung. Dann kann er doch, kannst du doch die Palette daneben stellen. Breiter als ein Türsteher. Nee, da soll das Regal ja hin eigentlich. Nein, dann kannst du doch da das Regal hinstellen. So, jetzt sind die, guck mal, jetzt sind die Regale, da passen gerade mal 20 rein und 60. 180. Okay, brauchen wir nicht drüber reden, wir können uns nichts anderes leisten. Eben. So. Mhm. Guck mal, wo kommt der Karton her? Ich kann zaubern. Naja, sind nur die Pizzen verteilt. Gut. Damit haben wir schon mal hier viel mehr Lagerplatz. Vielleicht sollten wir erstmal warten. Oh! Charlene, machst du das richtig gut. Mitarbeiter-Motivation, nennt man sowas. Willst du das jetzt an der Wand machen? Oder du machst einen Gang? Ja, genau. Ein Gang ist gar nicht so schlecht. So, wa? Genau. Vielleicht nochmal ein bisschen Platz lassen hier. Achso, falls sie sich stoßen. So? Ja. Und dann einfach so Rücken an Rücken? So macht man das doch, wa? Im Einzelhandel, oder? Oh, ist aber verdammt eng hier, wa? Auf wo es geht. Nee, da kommst du locker durch. Wir haben ja keine Einkaufswagen. Wir haben eigentlich gar nichts. Nö. Wir haben nur die 1, vier neuen gekauft. 2, 3 und die Nachlieferung kommt noch. Okay. 1, 2, 3, 4, 6. Oh, das ist zu teuer. Wir sind schon drüber. Das Geld haben wir nicht. Nicht gut. Ach ja, das war meine Frage, ob wir nicht ins Minus rutschen können. Ja, unter normalen Umständen ja, aber so beim Bestellen wahrscheinlich nicht. Dann wirst du ja mutwillig reinrutschen. So Tagesabschlusstechnik, wa? Ja, genau. Oh, wir können Charlene nicht bezahlen. Wir haben nur eine Pizza da. Ja, und dann können wir die nicht nach Hause schicken? Dann sparen wir ein bisschen. Kann man das? Weiß ich nicht. Geh nach Hause. Super. Oder zahle ich die schon im Voraus? Oder erst jetzt zur Abrechnung? Keine Ahnung, du. Wir haben Feierabend. Tschüss. Tschüss. Du wirst bestimmt die letzte Pizza haben. Hast du gesehen? Wie traurig sie geguckt hat. Aber so nah und doch so fern. Genau. Lohn 1281 für einen Tag Arbeit. Wir sind 1,9 im... Die ist zu teuer. Ist zu teuer. Die schaffen wir nicht. Ja, sorry, Charlene, du hast wirklich super Arbeit geleistet, aber... Wir geben ihr mehr frei. Sie schon guckt. Die gucken alle ganz schön. Entlassen. Tut mir leid, Charlene, wir haben einfach zu früh reagiert, du kostest zu viel Geld. Ja. Nach unten muss immer weniger. Wald Geld alle. Ja, wir brauchen unbedingt Geld. Gib mir Geld. Guck. Gebt uns alle euer Geld. Sonst sind wir bei Pleite, Mann. So, hier haben wir nämlich die anderen Lebensmittel Genau. Hier einmal die Spieße. Die ist vegan hier, wa? Alles. Bestimmt, ja. Oder Bio. Schön neben dem Fleisch hier. Bio oder Organ. Organ. vegan meinte ich natürlich. Und du musst das Obstregal noch einpflegen. Ja. Hier sind Bananen und Äpfel, das war ja schon richtig. Hier sind nämlich Gurken und... Was machen wir mit Gurken? Tomaten? Ja. Nee, andersrum, wa? Ist doch egal. Du darfst eigentlich nicht Bananen und Äpfel zusammenpacken. Warum? Weil dann die Bananen schneller reifen. Durch den Apfel. Wow. Krass. Okay, wir haben kurz Zeit. Kann man die Mindestbestände hier auch machen? Nee, wa? Mindestlagersystem. Artikel auswählen. Ach, guck mal, kannst du hier also auch machen. Wahrscheinlich rennst du dann mit so einem MDE-Gerät durch den Laden. MDE-Gerät. Da jetzt was. Was machen wir hier? Auch mindestens 6 erstmal? Genau. Wir dürfen keinen Kunden verlieren heute. Meins. Ganz, ganz wichtig. Gehen Sie mir aus dem Weg. Ich hab zu tun. Ja, was machst du? Ich hab's jetzt nicht verstanden, was du da machst. Die Mindestbestände wieder für die neuen Artikel einpflegen schon mal nebenbei. Wenn du jetzt deine Bestellung machst, genau. Dann schlägt er dir das gleich vor, oder was? Correcto mundo. Du warst die ganze Zeit neben mir. Ich weiß nicht, was jetzt so für eine Frage aufkam. Ich hätte Möhrchen gekauft, bestimmt. Da stehen wir eigentlich nur da und wie geht ihr denn dahin? Ja.
Wie im wahren Leben. Da sind wir. Ja, guck mal, aber wir grinsen noch. Wir sind der freundlichste Mitarbeiter, den es gibt, glaube ich. Ja, der Mitarbeiter des Monats. Genau. Beim Einmannbetrieb. Wow. Ja, wir müssen warten. Sie müssen wirklich bis abends kaufen, kaufen, kaufen. Und dann hoffen, dass wir einmal nochmal eine Grundausstattung bestellen können. Ja, weil sonst kommen wir ja nie aus dem Knick hier. Na, wir waren auch zu gierig, glaube ich, mit dem zweiten Regal gleich. Wir hätten erstmal ein Regal, aber ich glaube, das haben wir bei den Obstregalen auch schon gesagt. Wo wir noch zu gierig waren, war einfach unsere Faulheit, selber zu kassieren. Ja. Ich meine, 90 pro Stunde, wenn du, sagen wir, von 7 bis 22 Uhr, jetzt sind 15 Stunden. Nee, die war ja bis 14, oder? Ja, trotzdem. Und sie 8 Stunden. Wie viel? 8 mal 90. Die hat mehr gekostet, 110, glaube ich. Ja, war die 90? Ja, das war die ganz teure, war das. Ja, ich sag ja. Oder wir müssen uns irgendeinen Anfänger einstellen, wo wir Minimum. Excuse me. Wir gucken mal. Also auf jeden Fall können wir eine gute Bestellung heute wieder. Heute kommt eine ordentliche Bestellung, ja. Ey, wir haben 3-3. Aber keiner geht nach hinten mehr zur Pizza. Nee. Doch. Ah. Aber wie verhext war, oder? Ach ja, herrlich. Also, guck mal, wir können eine gute Bestellung rausschießen jetzt. Denke ich auch. Sag ja hier, Charlene war einfach... Zu teuer. Zu teuer. Das war unser Genickbruch, Charlene. Ja. Tut mir leid. Danke, Charlene. Danke für nichts. Ey, guck mal, macht Ching Ching in der Kasse. Ja. Wir können alles bestellen, bestimmt. Ja, ich sollte doof gucken. Hallo Remy Penny, unser Reiseunternehmen bietet Touristen an, diverse Sehenswürdigkeiten in ihrem Land zu besuchen. Gute Nachrichten. Morgen haben wir eine Reise in Ihre Stadt geplant. In der Regel planen wir verschiedene Stationen. Wir kommen morgen um 14 bis 20 Uhr. Nee. Wir kommen morgen um 14 mit ca. 20 Berühmtheit. Die kommen morgen. Wir müssen eigentlich jetzt eine fette Bestellung raushauen. Hau raus. 4,8 will er haben. Haben wir nicht. Haben wir nicht? Nicht genug Geld. 4,7 oder so haben wir nur. Nehmen wir Obst weniger, wa? Ja. Vielleicht mal eine Gurke, mal das weniger. Nee, ein bisschen. Das so steht traurig, denn unsere 4,765 haben wir. Ach, da unten steht's. Guck mal so. Genau. Und weiter. Damit haben wir einmal alle Regale voll. Jetzt müssen wir schneller sein wie er. Geht nicht. Hä? Wo ist er hin? Was ist passiert? Was hast du getan? Was ist denn jetzt? Was war denn das gerade? Ich fall gerade Pakete aus. Lieferung anfordern. Junge. Oh Gott, wir haben offen. Oh Gott. Junge, Junge. Oh mein Gott. Junge! Was ist denn jetzt gerade passiert? Er liefert Pakete aus. Hallo! Weil du ihm so auf der Pelle gerückt bist. Er kann doch nicht einfach abhauen. Siehst du doch, was er kann. Das wäre der erste Tag gewesen, wo wir mal ein bisschen was konnten rocken können. Und was ist denn jetzt hier? Ich hab nix. 1800, du hast doch wohl ein A. Kannst du ja nicht, weil du ja kein Geld hast. Das war unser Geschäft. Aber was war das denn gerade für ein Bug? Keine Ahnung, wir müssen aber in eine neue Stadt ziehen. Nur wenn ich daneben stehe, packt er seine Ware nicht aus? Ich wollte doch einfach nur... Ich hab dir wahrscheinlich blockiert mit meinem E, was ich gemacht habe. Aber ey. Bitte. Liefert ihr das jetzt nach morgen? Ja. Patch das raus, bitte. Schnell. Was war denn das jetzt gewesen? Das ist doch nicht. Wow. Könnte ein Genickbruch sein. Oh, weia. Aber er liefert es morgen nach. Ja, naja. Okay. Wie nimmt man die Kosten? Ich bin doch an der Kasse. Eieiei. Ich stehe direkt vor Ihnen und er pfeift mir ins Gesicht. Das ist schon frech. Pfeife. Du, dann sind wir wirklich ratzekal leer heute. Heute kommt auch noch die Reisegruppe. Du Scheiße. Eieiei. Das war bestimmt die Reisegruppe hier. Ja, wir haben's voll drauf. Ja. Okay, ob uns dieser kleine Zwischenfall das Genick brechen wird, werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne ein Däumchen nach oben, schreibt was Nettes in die Kommentare. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, folgt uns auf Twitter und Instagram. Und ganz neu, wir sind jetzt auch auf TikTok. TikTok. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.